Leidenschaftlicher Glaube leitet Zeugnis ab. Ja, unser Glauben sollen wir teilen, das steht in der Bibel und das wissen auch ganz viele. Viele kennen ja sogar Matthäus 28, der Vers auswendig, das, was Jesus gerade sagt, bevor er zurück im Himmel geht, nämlich, dass wir sollen alle Völker zu Jüngern machen. Oder gehen zu allen Völkern und machen sie zu Jüngern. Der Auftrag, der ist eigentlich klar, aber viele spüren das auch so ein bisschen als Druck. Jetzt muss man gehen und vor allem am besten noch zu anderen Völkern, also in andere Länder und so weiter. Aber die Frage ist ja eigentlich, wie macht man das? Wie macht man Leute zu Jüngern und wie kann man den Glauben teilen? Und ist es wirklich so anstrengend? In meiner Schulzeit hatte ich ganz viele Diskussionen über den Glauben gehabt. Ich habe es wirklich geliebt. Es sind sehr viele Fragen gekommen von meinen Schulkollegen und ich habe das immer mega, mega spannend gefunden. Aber ich war oftmals so ein bisschen wie ein Anwalt für Gott auf dieser Welt. Also ich habe wie seine Meinung oder ja, seine Sachen wollen vertreten und verteidigen und so weiter. Und in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren habe ich wie etwas Neues angefangen zu begreifen und lernen und das möchte ich gerne mit euch teilen. Und zwar ist das aus dem Vers, aus der Apostelgeschichte 1, Vers 8. Dort lesen wir etwas, was Jesus ebenfalls dazu sagt, wie wir sein Glauben weitergeben sollen. Dort heisst: Ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Es heisst also, wir werdet als seine Zeugen auftreten, also nicht als seine Anwälte und seine Verteidiger. Also das Einzige, was wir machen, ist bezeugen. Wir müssen bezeugen, was Gott in unserem Leben da hat, was wir mit ihm erlebt haben und was er eben in unserem Leben bewirkt. Das ist eigentlich das Einzige, wir müssen ihn nicht verteidigen. Also wenn ich etwas Cooles erlebt habe, zum Beispiel, dann will ich das ja mit anderen teilen, dann will ich das möglichst allen erzählen. Also dass wir jetzt ein Kind bekommen, das hätte ich am liebsten schon allen immer erzählt, aber wir natürlich müssen warten. Aber das sind so Neuigkeiten, die will man mit allen teilen. Und so Sachen, das teile ich ja auch vor allem gerne auch mit Christen, mit Menschen, die Jesus kennen, die Gott kennen und das auch verstehen, das, was ich erlebt habe. Also, wo das auch ermutigt, und das sollen wir auch, wir sollen tolle Sachen, die wir mit Gott erlebt haben, allen erzählen und das soll sie ermutigen. Lange habe ich aber die Erlebnisse, die ich mit Gott gemacht habe, nicht mit Menschen geteilt, die Jesus nicht so kennen wie ich. Dort habe ich eigentlich nichts davon erzählt. Aber ich habe langsam jetzt angefangen, dass ich auch das Menschen erzähle, die Jesus nicht kennen. Wenn ich Freunde, wo ich unterwegs bin und ich dann einfach sage, hey, zum Beispiel für das habe ich gebetet. Es braucht für mich immer noch sehr viel Überwindung, weil ich es mir immer noch nicht so gewöhnt bin. Aber ich weiß, dass es kein Geheimnis mehr ist, das, was ich mit Gott erlebe. Dass ich Christ bin, das war noch nie ein Geheimnis gewesen. Das wissen meine Freunde eigentlich immer von Anfang an. Das hat man schon mit meinem Beruf zu tun gehabt. Jetzt mit dem Beruf von meinem Mann. Das ist automatisch wird das klar, dass ich irgendwie etwas mit Gott zu tun habe. Und es war für mich immer schon ein Anliegen gewesen, dass alle Menschen, mit denen ich irgendwie in Kontakt komme, Jesus kennenlernen dürfen. Und ich weiss, dass eine Kassiererin in der Mikro oder auch der Pöstler oder der Coiffeur oder wer auch immer, ist eigentlich immer ein potenzieller Mensch, der Jesus braucht und der mit mir in Kontakt kommt und ich eigentlich die Person bin, die ihm das weitergeben könnte. Aber anfangen ist es sicher immer am einfachsten bei den eigenen Freunden. In diesem Vers sagt Jesus übrigens außerdem, seine Jünger werden seine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und auf der ganzen Welt. Also Jerusalem war dort, wo sie gerade waren. Für uns kann das heissen, wir sollen Zeugen sein in Steffisburg, in Thun, im Kanton Bern, in der Schweiz und bis ans Ende der Welt. Oder es könnte auch heissen, wir sollen seine Zeugen sein am Arbeitsplatz, im Sportclub, in der Schule, wo auch immer, in der Familie, egal wo. Überall sollen wir seine Zeugen sein und bezeugen, was wir erlebt haben. Überall, an jedem Ort. Ja, und als Action Step, das gibt es ja immer bei diesen Monatsfilmen, haben wir dir natürlich auch eine Challenge. Und zwar, meine Challenge ist, schreib dir mal auf, was du mit Gott erlebt hast. Also das kann sein, deine Geschichte, wie du mit Jesus, deinen Weg mit Jesus angefangen hast. Vielleicht bist du aber christlich aufgewachsen und dein Schritt jetzt im Glauben ist jetzt nicht irgendwie vorher, nachher gewesen, das war bei mir auch nicht.
Aber vielleicht gibt es gleich etwas, wo du merkst, das macht den Glauben in meinem Leben aus. Oder an dem Punkt habe ich mal gecheckt, dass Gott wirklich lebt. Vielleicht an einem Erlebnis, das du selber gemacht hast oder mit jemandem zusammen oder wie auch immer. Schreib dir das auf. Und wenn du das nächste Mal im Gespräch bist mit irgendeinem Freund und ich komme zum Thema Glauben und es passt, dann kannst du von dir erzählen, weil du bist vorbereitet, was du kannst erzählen, was dein Glauben ausmacht und du kannst es bezeugen. Und wenn du gerade jetzt, die Woche, letzte Woche, irgendwann etwas mega Cooles mit Gott erlebt hast, dann überleg dir, wenn du das beim nächsten Bier oder Kaffeekränzchen könntest erzählen. Einfach so, wie wenn du vom letzten Ausflug würdest erzählen oder sonst erlebt hast. Es braucht Überwindung beim ersten Mal, aber glaub mir, das Leben wird viel spannender. Ich wünsche dir viel Spass und ganz viel leidenschaftlichen Glauben beim Zeugnis ablegen.